Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, das heißt, ich habe ein neues Video zum Wochenstart für dich. Und zwar habe ich hier, das ist eine Schachtel und mit so eingeknickten Ecken. Und ich finde, von der Form wirkt das von der Seite so ein bisschen wie so eine Hamburger Box. Deswegen habe ich das einfach mal Knick-Hamburger Box genannt. Geöffnet wird sie hier, ganz normal, und da passt eine ganze Menge rein. Und wie das jetzt geht, das zeige ich dir. So komplett fertig ausgestalten machen wir nicht. Wir machen die Box und bekleben die und den Rest, den kann man dann ja irgendwie machen, wie man möchte. So, die kommt erstmal zur Seite. Was brauchst du? Auf jeden Fall einmal das kleine Bastelbesteck, gell? Papierschneider, Kleber, Schere und Falzband. Und dann brauchst du für die Box selber einen Bogen A4 Farbkarton. Mehr ist es nicht. Und ein bisschen Designerpapier. Und zwar die Designerpapierstücke, da brauchst du einmal ein Stück in der Größe 8 cm mal 8 cm und dann vier Stücke in der Größe 8 cm mal 4 cm. Die tun wir erstmal zur Seite. Und zwar fangen wir einfach an und legen den Bogen A4 quer ein und falzen. Bei 5 cm, dann wird diese Falzlinie weitergeschoben auf die 9 cm Marke, dann wird gefalzt. Jetzt wird diese wieder weitergeschoben auf die 5 cm Marke und wird gefalzt. Diese wird wieder weitergeschoben auf die 9 cm Marke. Und das war's schon. Das hier ist einfach diese Stecklasche. Dann wird es einmal gedreht und dann wird von beiden Seiten bei einem Zentimeter und bei... Ich drehe das jetzt mal um und bei 6 cm von beiden Seiten. Auf der Seite haben wir es jetzt schon und dann machen wir das auf der anderen Seite, weil den 1 cm kann man wirklich in die rechte Seite besser abmessen. 1 cm und bei 6 cm. Das ist alles, was wir an Falzungen machen müssen. Jetzt wird ein bisschen was geschnibbelt. Und zwar, ich nehme dazu am besten mal einen Stift. Und zwar, ich lege das mal kurz weg, was wir nicht brauchen, ist diese kleine Lasche oder diese beiden kleinen Laschen. Und hier ebenso nicht und hier auch nicht. Und dieses Ganze hier brauchen wir auch gar nicht. Hier wird eingeschnitten, hier auch und hier auch. Ja, und dann haben wir es eigentlich alles. Es gibt zum Video auch wieder eine PDF-Anleitung, wo halt diese Schemazeichnung auch drauf ist. Also von daher brauchst du jetzt nicht so hier genau jetzt mitschreiben. Das kann man da eigentlich sehr gut sehen. So, das Schneiden mache ich jetzt einfach mal im Schnelldurchgang. Wenn alles zugeschnitten ist, dann sollte das so aussehen. Was du jetzt benötigst, ist ein Stückchen Farbkarton, ein quadratisches Stück Farbkarton in der Größe 3,5 cm mal 3,5 cm. Und da zeichnest du dir ganz einfach die Diagonalen auf, sodass du hier den Mittelpunkt hast. Jetzt kommt nämlich das, was diese Kiste oder diese Box ausmacht. Und zwar, du legst dieses Stück einfach auf deine Falzlinie, dann kann man das ja hier so ausrichten. Und dann machst du es bei allen vier Ecken, Bodenecken, so, dass du da drum herum mit deinem Falzband lang gehst. Das ist also eine ganz einfache Sache. Dann sieht das so aus. Das mache ich bei allen und zwar im Schnelldurchgang. Wenn das bei allen vier Seiten gemacht wurde, sieht das so aus. Dieser Teil, diese Klebelaschen, die verschwinden nachher auch. Ich habe mich hier zum Beispiel einmal verfalzt, ist total egal. Sieht man sowieso alles nachher nicht mehr. So, jetzt müssen wir noch die kleinen Designerpapierstücke, haben wir ja vier Stück von, das große kommt hier einfach drauf. Das wird einfach mit Snell festgeklebt. Das geht einfach so. Und jetzt sehe ich, dass ich da ein bisschen schief geschnitten habe, so eine Schlamperei. Schneiden wir da noch mal ein bisschen nach. Dreimal geschnitten, immer noch zu kurz. Wenn man einmal mit dem Nachschneiden anfängt. So, und diese Stücke, das sind die Ecken, die gleich nach innen geknickt werden und dann würde das ja überlappen. Jetzt nehme ich einfach hier wieder dieses Stück nochmal und lege einfach
diese Diagonalen, die ich aufgezeichnet habe, lege ich da an und schneide einfach an den zwei Seiten das hier ab. Und dann kann ich die wunderbar aufkleben. Das mache ich natürlich bei allen vier. Und dann klebe ich die im Schnelldurchgang mal eben auf. So, jetzt ist die Box soweit, dass man sie zusammenbauen kann. Und zwar, ich sag mal, die ersten Falzlinien, also alle Falzlinien außer diese Ecken, die werden ganz normal nach innen geknickt und die Ecken dann so leicht dagegen. Das Falzen mache ich erstmal auch wieder im Schnelldurchgang. Die letzte Ecke, die mache ich jetzt nochmal in langsam. Und zwar, da hast du schon vielleicht bei den anderen drei gesehen, erstmal wird so vorsichtig jede Faltung ein bisschen vorgedrückt, vorgeknickt. So, und das hier ist ja dann die Klebelasche, die verschwindet an dieser Stelle. Und wenn man jetzt diesen Überschlag einmal da drüber legt, dann hat man das hier gut fixiert und kann die so ein bisschen nachdrücken. So, jetzt ist das alles vorgefalzt und jetzt werden einfach diese Klebelaschen, inklusive dieses Stück hier, einfach eingeklebt. Hier so reingeklebt, mache ich auch wieder im Schnelldurchgang. So. So sieht das dann zusammengeklebt aus und jetzt wird dann einfach diese Stecklasche hier vorne reingeschoben. Und damit ist die Box dann fertig. Hier habe ich gleich nicht ganz gut geklebt. Ja, das kann man dann nochmal nachgucken. Ja, hier habe ich da eine kleine Stelle. Also ist ganz gut darauf zu achten, dass man diese Klebelaschen wirklich bis in die Ecken halt mit Kleber benetzt. Habe ich jetzt hier irgendwie nicht so gemacht. Das sieht man dann, aber das kann man ja, wie du gerade hier siehst, auch dann noch gut nachrichten. So, dann ist das diese Grundform und die kann man jetzt natürlich, wie man immer man möchte, natürlich weiter noch ausgestalten. Ich tue die mal kurz hier zur Seite und das hier ist das die Anleitung, das PDF. Und da ist dann alles, sage ich noch mal kurz, erklärt. Und ich denke, zusammen mit dem Video ist das dann sicherlich kein Problem für dich. So, das war's für diesen Montag. Und ja, schön, ne? Schöne neue Sachen habe ich hier verwendet, gell? Ja, ja, das Designerpapier ist schon ziemlich der Hammer. Und die Farbe ist das Minzmakrone, was wiederkommt. Und ja, zusammen mit dem Meeresgrün. Ja. Sehr schön. Gut, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und dann hoffe ich, dass du übermorgen bei der Mittwochsreihe wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss! Ach, da war doch noch was.